Skrr. Pow. Junge, ist das jetzt ein neues Ding, dass er seine Vlogs so anmoderiert? Skrr. Pow. Skrr, skrr. Pow. Das ist übel unangenehm für Ellie, wenn ich dieses Intro immer mache. Digga, es ist unangenehm für alle Leute, die sich das anziehen, reinziehen müssen, Bro. Auf jeden Fall, heute mal wieder ein Daily Vlog, Hashtag 1069. Wir sind gerade auf dem Weg in die Innenstadt von Barcelona City. Outfit of the day, Elisabeth zu fresh. Mein Outfit of the day, auch zu wild, Deutschlandhose. Imagine, Digga, jemand sagt, mein Outfit zu fresh und dann fängt er an mit Deutschlandhose. Digga, oh nein, Junge, oh nein, Bro, dann würde sogar... Oh. Können wir ganz kurz so ein... Oh, scheiß drauf, komm, scheiß drauf. Für Türkei! Auf jeden Fall gut, wie die Maske trägt, Bro, die hilft. Türkei! Türkei! Spaß. Leute, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Yo soy un hombre, que pasas amigos. Kam lange kein Vlog mehr und deswegen, wir werden jetzt in die Innenstadt fahren. Ich werde ein bisschen Faxen machen, ich werde ein bisschen Ellie nerven, as always. Gell, was geht? Was geht? Die haben es beide wirklich raus mit der Maske, Digga. Geht, was geht. Ja, genau. Und da ist unsere S-Bahn. Also, tschüss. Wir sind gerade in der City angekommen. Bro, zieh doch die Maske. Wir haben gerade den zweiten Ohrring für Ellie geholt, weil als ich hier mein neues Tattoo gemacht habe, hat sie da den einen Ring geholt. Jetzt werden wir uns beide ein Nasenpiercing stechen lassen. Ich hatte schon zweimal eins, es hat sich zweimal entzündet. Alle guten Dinge sind drei. Wenn sich diesmal nochmal entzündet, dann mache ich es nie wieder. Ellie macht zum ersten Mal ein Nasenpiercing. Wir haben Grüße geht raus an Celine an der Stelle. Einen richtig geilen Ring noch für mich gefunden. Passt sogar komplett zu meinen Tattoos. Zu wild. Und ja, ich würde sagen... Digga, also wirklich... Wenn sich sowas... Ach, Junge. Wir sehen uns gleich, wenn wir... Wenn sich sowas anzieht... Beim Piercer sind. Ich würde sogar sagen, wir filmen das dann, wenn wir gepierst werden. Ja. Yes. Was piercen jetzt ihrer intimen Bereich? Ich weiß ja, wie der Schmerz ist. Ellie weiß es nicht, aber Ellie ist... 9999 wegen Dings, wegen wenn er mal einen Notfall hat, weiß er direkt kurz was. Ist da eher nicht so schmerzempfindlich wie ich. Ich hasse das. Und es ist gerade auch übel krasses Wetter. 22 Grad und durchgehend nur Sonne. Und jetzt, wenn so langsam der Juni beginnt, merkt man, wie warm es wird. Im Sommer wird es fast sogar 40 Grad haben. Also wie in Mexiko. Das wird zu wild. Freuen Sie sich auf den Sommer? Ja. Wie wird Ihr Hot Girl Sommer verlaufen? Mit einem Hot Boyfriend. Ihr habt es gehört. Hä, hey, will sie sich einen neuen Boyfriend suchen oder wie? Will sie mit Siemens jetzt Schluss machen oder was? Ah. Okay, Ellie und ich sind jetzt im Tattoo-Studio. Show me your nose piercing. Digga, das ist nicht jetzt... Sieht chillig aus. Sieht gut aus. Ja, Tano. Let's get it. Und Ellie bekommt jetzt ihre Fingertats noch nachgestochen. Zeig mal deine Fingertats, was nachgestochen werden muss. Oh. Sieht sau gut aus. Let's get it. Let's get it. Schreibt mal in die Kommentare. 1 bis 10, wie findet ihr das Nasenpiercing? Ich weiß, ihr feiert es nicht so, aber wir feiern es Todes. Wir fliegen nicht in Urlaub. Ich bin ja bei dieser TV-Show und dafür brauche ich einen neuen Koffer. Bei was für einer TV-Show ist der? Bei was für einer TV-Show ist der? Digga, Hunger Games oder sowas? Mein erster Koffer mit Rädern. Casting Couch. Ich bin stolz drauf, ja. Und wir holen jetzt Farbe, weil wir haben einen Schrank abgezogen auf der Straße. Was heißt abgezogen? Die Leute stellen immer ihre Sachen auf die Straße, die sie verschenken wollen. Das war ein Umzugswagen. Das war einfach ein Umzugswagen, Digga. Die haben einfach aus dem Umzugswagen den Schrank geklaut. Zum Mitnehmen. Nee, ich ziehe gerade ein. Also zum Mitnehmen, alles klar. Wenn wir schwarz anmalen. Bam, weil wir Künstler sind. Pommes unter Palmen. Digga. Ach du Scheiße. Okay, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Sportladen, denn wir gehen morgen zelten. Ich bin das erste Mal in meinem Leben zelten. Das kann lustig werden. Ja, ich war das letzte Mal zelten mit meinen Eltern. Als ich noch jünger war.
Okay. Und wenn ihr davon einen Vlog sehen wollt, dann lasst diesem Video einen Daumen hoch, schreibt nicht so viel Hate und dann kommt auch ein Vlog. Und bisschen könnt ihr machen, aber nicht zu viel. Dann machen wir so mäßig Simi und Ellie in der Wildnis Video. Das wird schon echt lustig. Also Like und Abo. Nicht vergessen, Leute. Tschaußen. Und Action. Also wir haben jetzt hier zwei Schlafsäcke und ein Zelt geholt. Und die Schlafsäcke sehen so aus. Gefallen uns von der Optik her am besten. All black wie ein Kaminfeger. Trage nur Krokodilleder. Ah, du denkst, du wärst Shindy, aber ah. Wir brauchen jetzt noch eine Taschenlampe zum Campen. Die Franzosen in Black Ops. So Leute, wir haben hier jetzt einen richtig geilen Wanderrucksack. Ja, der ist sehr geil, Digga. Gefunden. Da passen einfach 70 Liter rein. Digga, ich fänd's so geil, wenn sie einfach 70 Liter Wasser drin transportieren würden. Weil wir wollten sowieso in Zukunft so eine Backpack-Tour auch machen und wir haben keinen gescheiten Rucksack. Deswegen. Deswegen ist der hier perfekt. Skrrrpa. Digga, ich kann das nicht komplett gucken, Chat. Das ist irgendwie mit Grimmels am ganzen Körper. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall campen. Ah, und schaut mal. Das ist so eine 5-Kilo-Weste. Die werde ich immer zum Laufen anziehen. Dann werde ich noch mehr Maschine. Okay. Leute, wir sind gerade auf dem Roller, wir fangen gerade einkaufen. Ich habe jetzt mir so eine 5-Kilo-Weste geholt zum Training. Nächster Schnitt. Ich fahre gerade mit dem E-Scooter übrigens. Und ich habe den Bergsteiger-Rucksack an, weil der einfach so wild ist und weil da so viel reinpasst. Ja. Benutzen wir den jetzt zum Einkaufen. Also ich will ihn ausprobieren. Schaut mal, wie wild. Einfach Rollertour. Ja, sehr wild. Das ist actually wild. Das ist sehr, sehr wild. Ja, sie haben eine gute Zeit immerhin, ne? Alter, voll ungewohnt ohne Cap. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Schrank streichen. Das ist ja echt ein Schmuckstück, das ihr da gefunden habt. Den wir... Alter, Taro, hör mal auf. That's weird. Er ist voll an meinen Zip. Wenn der stinkt. Auf jeden Fall werden wir den Schrank jetzt streichen. Den haben wir draußen auf der Straße gefunden. Weil hier in Spanien, wenn jemand seinen Schrank nicht mehr will, stellt er ihn einfach unten vor die Haustür. Perfekt. Okay. Und jetzt werden wir den komplett schwarz streichen. Mattschwarz. Zu wild. Ich glaube nicht, dass sie den abschmirgeln werden. Ich glaube, die werden einfach drüber streichen, oder? Glaubt ihr, die schmirgeln den ab? Nee, oder? Die werden einfach drüber streichen. Und wir zeigen euch dann das Endergebnis. Es ist jetzt 23 Uhr, wie man an meinen Fingern sehen kann. Also das meiste habe ich jetzt schon abgewaschen. Sind wir mit dem Streichen des Schranks so gut wie fertig? Jetzt muss alles bis morgen früh trocknen. Wie gesagt, es ist gerade 23 Uhr. Wir gehen jetzt mit Taro noch eine richtig große Runde. Und 15 Minuten so. Dann gehen wir auch schlafen. 3 Tage später. Ellie und ich zeigen euch die Schränke, die wir und sie angemalt haben. In 3, 2, 1. Seid mal ehrlich, zu wild. Dieser Schrank hat sage und schreibe 0 Euro gekostet. Das sieht wirklich nicht schlecht aus, Digga. Kommt jetzt in die WhatsApp-Gruppe, um auch so einen Schrank zu bekommen. Nein, danke. Dieser Schrank hat sage und schreibe 0 Euro gekostet. Für die Farbe haben wir nur 10 ausgegeben. Und die hat für beide Schränke... Digga, das ist von innen nicht gestrichen, wie cringe. ...gereicht. Was machen wir heute? Heute schauen wir am Abend das Champions-League-Finale. Ich bin auf jeden Fall für Chelsea. Mhm. Schreibt in die Kommentare, für wen ihr seid. Das Spiel ist schon vorbei, Bro. Ich weiß nicht, warum den Vlog jetzt hochlädst. Ich bin für Köln. Sobald das Video draußen ist, weiß man eh schon, wer gewonnen hat. Crazy. Entschuldigung, könnte ich ihre Nummer haben? Nein. Imagine, Digga, der hat wirklich nicht die Nummer von seiner eigenen Freundin. Mach mal einmal ganz laut. Skrrpa. Skrrpa. Chillig. Skrrpa. Was auch übel geil in Spanien ist, sind diese kleinen Märkte, wo die so kleine Sachen haben, die so groß wie mein Zippo sind. Digga, es ist alles so... Alles so unangenehm irgendwie, Alter. Wieso redet ihr die ganze Zeit über seinen Penis und alles?
ist ja irgendwas so compensate-mäßig, so wieso zieht der die ganze Zeit seinen Schwanz? Was war für Pflanzen? Das ist für Schuhe. Ja, aber wir können, oder wollen wir es für unsere Schuhe holen? Aber hier, das ist eine Schuhbank. Boah, ich hab eine Idee. Lass uns das für unsere Schuhe holen. Taro kaut immer unsere Schuhe an, weil er noch ein Baby ist. Habe ich auch immer gemacht als 10-Jähriger. Wir können unsere Schuhe nicht unten normal stehen lassen, weil Taro sie immer ankaut. Er hat einfach meine Fußballschuhe, die 200 Euro gekostet haben, angekaut. Jetzt muss ich mir neue holen. Leute, Ellie und ich holen gerade Töpfe für die Pflanzen, weil wir haben richtig viele Pflanzen geholt. Ich habe das da gerade, warte, das hier alles umgeschmissen. Der Vlog ist die bis jetzt echt musste kommen, das ne? Also nicht alles aufregend, aber deutlich besser als das ist Fake Fortnite-Shit-Videos. Und das ist richtig laut und die denken sich bestimmt, was veranstalten die hier hinten. Bisschen schwierig. Ey Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie fresh das Nasenpiercing von Ellie aussieht. Zeig mal. Maschallah. Ja. Und schaut meins, auch todeswild. Okay. Leute, ich habe jetzt auf dem Zweitkanal die Reaction fertig gemacht. In der Zeit, ihr müsst euch vorstellen, ich habe die geschnitten, hochgeladen, paar Sachen eingestellt, die wichtig für den Algorithmus sind. Mhm. In dieser halben Stunde hat Ellie einfach das hier gemacht. Okay. Kompletten Pflanzen umgepflanzt. Wir haben jetzt unsere eigenen Mini-Cherry-Tomatoes und da wohl augenblicklicher Hund. Jo, fein. Was ich mich frage, ja, ich frage das dich und nicht die Zuschauer. Ja, was fragen Sie sich? Das Ding ist bei den Tomaten, die Wurzeln werden ja nicht so lang. Also bräuchte man eher etwas tiefer. Schau mal, wie viel Erde da draufgegangen ist. Ja. Obwohl die Wurzeln nicht so lang werden. Ja. Wieso gucken wir das? Das ist eigentlich voll die Verschwendung. Hast du recht. Die habe ich eingepflanzt. Kleiner Vergleich. So sieht es aus, wenn ich irgendetwas einpflanze. Okay, das habe ich ganz gut hinbekommen. Was sagen Sie dazu? Sehr gut. Nein, voll Katastrophe. Also das Ding ist, ich bin gerade vom Einkaufen gekommen, weil ich war Klopapier und Küchenrolle besorgen. Ja, ich würde jetzt hier einfach ausmachen, ne? Ich würde es einfach jetzt lassen an der Stelle dann, oder? Also, ich...